Hallo und herzlich willkommen bei Virtuos in der neuen Folge Transportfieber. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Letzte Folge haben wir hier ein bisschen ins Vorfeld gekümmert, auch wenn ich immer noch dieses Problem hier habe, wo ich nichts reißen kann. Ich habe keine Ahnung, und ich das Ding nicht wegreißen kann, ich nicht darf. Das ist voll nervig. Was auch immer passiert, nichts. Warum auch immer. Egal. So, das hier haben wir überarbeitet. Ich habe noch mal ein bisschen schick gemacht. Und jetzt könnten wir eigentlich mal hier anfangen, noch hier diese drei Städte miteinander zu verbinden. Das ist mein Plan. Wenn nicht sogar noch bis hier. Also ich könnte jetzt... Ist der Ort eigentlich angebunden? Ja, der ist da angebunden. Ich könnte jetzt so eine Linie machen, hier so rum. Vielleicht. Hier rein, darüber und zurück. Irgendwie sowas. Also bleibt mal dran. Als allererstes müssen wir dazu mal ein paar Bahnhöfe setzen. Hier. Ruhig mal zwei. Für meine Regio-Züge. Mal hier Kopf, dann haben wir nämlich alles miteinander verbunden. Nicht alles, also alle Städte zumindest schon mal. Haben wir hier eine Verbindung? Hat er zumindest da. So viel ist schon mal klar, ne? Ruhig elektrifizieren das Ganze. Ich habe übrigens meinen Kredit abgezahlt. Das ist schon mal sehr geil. Nicht mega, mega gut. Ich hätte auch kein Gleis getan, aber. Kapazitäten. Wie kommen wir darüber? Ich wäre von hier aus ja schon fast schlichter. Oder ich mache hier und hier eine Bahn nur. Das ist vielleicht eine Idee. Da haben wir hier in Berlin ein bisschen mehr Verkehr. Ist die Frage, wie wir jetzt hier noch rüberkommen. Mal hier nochmal dran vorbei. Linie, ja, sieht so aus. Ein bisschen tiefer. Und zwei Tür zum vorbei. Mega gut. Hier fertig. So. Mal hier mal schauen kurz. Nochmal konfigurieren und nochmal die Seite zumindest hier so eine kurze. Und nur so ein kurzer Zug rüber, würde ich mal sagen. Kleine Inselbahn. Der fährt automatisch auf diesen Gleis ein. Das will ich vielleicht auch mal ändern. Dass er hier drüben ankommt. Muss ich mal erstmal weg. Verpiss dich. So.
Geht doch nicht. Kannst du doch nicht tun. Hier einfach nur das Terminal. Terminal 1. Alles ist cool. Jawohl, passt. Ja, Verbindung weg. Das ist okay. Sollte funktionieren. Und dann, wie gesagt, hier noch eine kleine Inselbahn. Die will ich dann hier so lang am besten. Hier, also hier so zack rüber. Die setzen wir mal zuerst und dann gucken wir mal, wo wir noch. Hier quasi so. Passt noch. Nein, warte, wir müssen ja erstmal die Regelstrecke bauen. Ja automatisch, ne? Passt. Ich würde so gern genau anders machen. Warte mal, hier auf die 2, hier auf die 1. So, die halt so fahren. Okay, Rot. RE5 bist du schon. Sehen denn die anderen RE-Züge aus? Von der Länge her, ich glaube, da waren 3 Wagen jeweils dran. Genau, reicht ja. Jetzt mal noch den. Kostet halt auch nicht so viel, das ist mal das Gute. Und dann kannst du auch schon loslegen. Schönen zweiten Weihnachtstag. Erster Weihnachtsfeiertag, zweiter, irgendwie so in dem Dreh sind wir auf jeden Fall kurz nach Weihnachten. So, jetzt wird noch der Ort hier. Meine kleine Dschungelbahn und das. So, ein Gleis. 80. Da.
erreicht ja auch diese Geschwindigkeit schon. Vor allem so schön altbacken aus. Ich glaube, die nehme ich auch so. Kein minderwertigerer Zug. So, wie kriegen wir es zu einer Dschungelbahn? Indem wir jetzt hier auch mal ein paar Palmen setzen. Das glaube ich auch random, oder? Radiergummi-Tool. Schon ein Random-Paket. Ach nee, hier oben. Jetzt nicht der schnellste sein. Ja. Ich hab jetzt, ich könnte jetzt den hier draufsetzen. Für den Anfang. Oh, meine Mietfahrt hier. Ich bin zu schnell. Was ist überhaupt denn? Ja, läuft. Müssen wir unbedingt auch mal Schiffe auf den Weg bringen. Dann werden wir noch zum Bus brettern.
aus. Aber gut, sieht. Ist okay. Dann sieht so aus, wie aus. Das ist auf jeden Fall eine machbare Sache hier. Ist angekommen und sitzen sogar schon 4 Menschen. So, und jetzt haben wir rein theoretisch alle Städte miteinander verbunden. Ich glaube schon. Wir warten jetzt hier noch nicht. Haben die 2 Bahnhöfe. Hier habe ich natürlich Blödsinn gemacht. Und da ist der TGV. Und die Schnellwaggons. Warte, hier muss ich aber nochmal ran. Das kann ich so nicht stehen lassen. Konfigurieren. Und hier reicht ja in dem Fall auch einer. Neue Gebäude. Da können wir vielleicht auch noch mal ran. Hier müssen wir auf jeden Fall überarbeiten, das Ganze. Wo ist der dumme Zug? Da ist er. Sorry. Besser, glaube ich. Gut, dann müssen wir bearbeiten. Linieverwaltung. Diesberg abzweigen muss raus. Bis nach Hütten einmal hier einfügen. Dann passt das hier. So. So, jetzt will ich mal gucken hier, weil Schnellzug ist ja immer geil. Den TGV auf die Strecke bringen. Der kostet bestimmt auch ein halbes Vermögen. Die Frage ist, wie lang der ist. 300 km/h en Spitze kostet 60 Mille. Einer. Farblich anpassen. Ja, kann man sogar. Auch geil. Jetzt muss ich aber hier 1981. Haben wir schon zu spät, ja. Kapazität elektrisch. Ich habe aber keine Länge hier stehen. Und, na hier, 207 Meter. Ich weiß gar nicht, ob unsere Bahnhöfe so lang sind. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall den hier. Da müssen wir noch 2 Plattformen dran ballern. Ja.
Plattform, ne? Ja, schon mit blauen Schildern. Halb neu, halb alt. Leider kann man das Gebäude nicht versetzen. Das wäre natürlich noch cool. Extra für die Speedstrecke. Ein neues Gleis. Wer hier sich den Luxus leisten kann, soll auch schick reisen können. Sind immer noch dieselben. Passenger Pants. Boah, die sind aber auch entsprechend groß, ne? Den kriegen wir nicht hier ran. Wir müssen einen kleinen, maximal den kleinen ran. Ob das jetzt eine gute Idee ist. Ich kann auch gut speichern. Seitlich noch mal was hin pflanzen vielleicht. Das passt hier auch nicht. Ja, das sind so die Seiteneingänge. Die finde ich auch nicht verkehrt. Dann haben wir hier den alten. Leider können wir hier kein neues Gebäude hinsetzen. Und den hier ist noch eine Treppe bauen. Muss ich doch die Plattform ändern. Super. Das war so nicht gewollt. Na gut. Ich habe jetzt hier doch direkt nochmal eine Anbindung. Später auch nochmal einen neuen Dings gibt.
der Bahnhof? Ich weiß gar nicht. So. Jetzt hier natürlich den langen, jetzt müssen wir die anderen dementsprechend auch noch abändern. Auf 240. Das werde ich auch mal demnächst angehen. Erstmal ist ja heute schon viel passiert. Dann können wir nächste Folge eventuell den TGV auf die Strecken setzen für unsere Speed-Dinger. Da bin ich mal gespannt, ob die Geschwindigkeiten erreichen. Ich denke mal hier an ein, zwei Kurven nicht, aber grundsätzlich schon. Ich sage Dank fürs Zusehen, bis dahin und tschüss.